Ich lerne Kartentricks und sie liest mir aus Gruselroman vor. Bis ich schlafe und dann starten wir von vorn. Manchmal sagen wir nix und hören leise in die Stadt. Ziehe an der Zigarette und ich grinse, bis sie lacht. Kaufen Vintage-Kram und verlieben uns neu. Schenke ihr eine Kleinigkeit und wie sie sich darüber freut. Dann Chips mit Oliven, zum Frühstück vom Abendbrot übrig geblieben. In den lodrigsten Gassen, auf dem Tritt aus alten Marmor, verstehen kein Wort, Italienisch kommt und Spanisch vor, die graue Weisheit imponiert. Leben kannst du nicht studieren, streicheln Katzen in fremden Fenstern, hinterlassen Tatzen in den Gassen wie Gespenster, unsere Schatten tanzen durch die Ghettos wie zwei Gangster, was wir hatten, haben wir auch noch als Rentner. Jetzt sitzen wir mit'n Dosenbier in Sardinien auf'm Dach. Die Tenöre aus der Stadt schicken Kitsch mit in die Nacht. An jedem anderen Ort, an jedem anderen Tag, hätt ich die Schönheit satt, dann schnell wieder kaputt gemacht. Die Sonne brennt sich in die Haut und ins Gedächtnis. Meine einzige Sorge, dass es nicht echt ist. Und barfuß bin ich hart verweichlicht. Aber ich glaub, hier wurde Aristocats gezeichnet. Giovanni sieht aus wie ein Ronaldo, hält nur deutlich schlechter einen Ball hoch. Pennt wieder in der Hängematte weg, lachen Touri-Strände aus und danach gehen wir ins Bett. Kopfsteinpflaster, Oleander, bunte Häuser, Falten hinter Sonnenbrillen. Ramschläden an der Straße, frische Tätowierungen, ja. Die braunen Arme füllen Plastikschmuck und Müll. Der Unterfensterläden durch die Straße weht. Flauschebarten, dem Tomatensauce klebt. Schatten in den Gängen und Sonne auf dem Dachvorsprung. Hier kann ich der Last entkommen. Jetzt sitzen wir mit dem Dosenbier in Sardinien auf dem Dach. Die Tenöre aus der Stadt schicken Kitsch mit in die Nacht. An jedem anderen Ort, an jedem anderen Tag, herrlich die Schönheit satt und schnell wieder kaputt gemacht. Der Plan war, wir laden Finn Kliemann in den Bongo Boulevard. Er denkt, wir machen eine ganz normale Show in unserer Glühbirnen-Studio-Box und er stellt hier den ersten Song von seiner Platte vor. Aber das ist die letzte Show dieser Staffel und Finn ist nicht nur ein sehr, sehr guter Typ, sondern er ist auch ein sehr, sehr guter Freund und da wollten wir uns schon was einfallen lassen.